Die ersten Takte Stravinsky in der Münchner Philharmonie, die sogenannten Symphonien für Blasinstrumente. Präzise im Ausdruck, überraschend in der Interpretation, dafür ist Valeri Gergiev eigentlich bekannt. Deshalb haben die Philharmoniker ihn nach München geholt. Disharmonien, nur wenn die Partitur sie vorsieht. Das war einmal vor dem Konzertsaal über 200 Demonstranten. Sie protestieren gegen Gergievs hässliche Töne. So lautet das Motto ihrer Aktion. In München darf es einfach keinen Platz für Homophobie und keinen Platz für homophobe Äußerungen geben und auch nicht für homophobe Dirigenten. Entflammt hat sich ihr Protest an einem Statement Gergievs vom September. In einem Interview mit der holländischen Zeitung De Volkskrant hatte er zu Putins umstrittenem anti-homosexuellen Gesetz gesagt: In Russland tun wir alles dafür, Kinder vor Pädophilen zu schützen. Dieses Gesetz richtet sich nicht gegen Homosexualität, sondern gegen Pädophilie. Damit setze Gergiev implizit Pädophilie mit Homosexualität gleich, werfen sie ihm vor. Proteste wie hier gab es auch schon in London und New York. Der Dirigent unter Druck, so sehr, dass er sich jetzt das erste Mal den Journalisten gestellt hat. Er sei strikt gegen Diskriminierung aufgrund von Religion, Rasse oder sexueller Identität, sagt er. Nicht nur in München erwartet man aber mehr, nämlich eine klare Distanzierung von Putins Gesetz. Vergeblich. Vielleicht war dieses Gesetz eine Folge der gesellschaftlichen Aufregung über Pädophilie. Aber ich weiß nicht, was genau in diesem Gesetz steht. Vielleicht war ich in Amerika oder in China, als es erlassen wurde. Vergangenen Mai in St. Petersburg. Valeri Gergiev eröffnet das neue Mariinsky-Theater. Putin ist Ehrengast. Gergiev soll ihn bei den letzten Wahlen unterstützt haben. Vielleicht im Gegenzug hat der Präsident den Dirigenten zum Helden der Arbeit gekürt. Gergievs Nähe zu Putin, das hat vor 10 Monaten bei der Vertragsunterzeichnung in München offenbar noch niemanden gestört. Jetzt ist sie Politikum und Thema im Stadtrat. Sogar dem Oberbürgermeister reichen Gergievs bisherige Erklärungen noch nicht. Ich würde gerne hören, dass er sich ohne Wenn und Aber zu den Menschenrechten bekennt, zu denen eben auch die sexuelle Selbstbestimmung gehört. Und da müsste er anerkennen, dass auch die Befürwortung von Homosexualität und das Bekenntnis eines Menschen, homosexuell zu sein, keineswegs Kindergefährdung darstellt. Valeri Gergiev hat auf Udes Forderung prompt reagiert und sich nochmal von jeder Art von Diskriminierung distanziert. Allerdings schriftlich und wieder ohne auf Putins umstrittenes Gesetz einzugehen. Die Stadt München scheint zu hoffen, dass das reicht. Denn musikalisch ist der russische Star-Dirigent hier immer noch unumstritten.